Ein neues Gespenst geht um in Deutschland, das Gespenst einer braunen Armeefraktion. Das, was die Zeitungen, was uns die Politiker darüber berichten, scheint monströs zu sein. Wir haben offensichtlich wieder mal viel zu lange weggeschaut und nicht darauf geachtet, was sich da so im Untergrund alles entwickelt. Oder ist es doch vielleicht alles ein bisschen anders oder ganz anders? Das wird Gegenstand des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament vom Alpenparlamentskongress. Ich begrüße Jürgen Elsässer ganz herzlich. Wann ist dir erstmals der Verdacht gekommen, dass das, was hier als neues Phantom aufgebaut wird, möglicherweise andere Hintergründe haben könnte? Wo bist du misstrauisch geworden als kritischer Journalist? Ich bin eigentlich schon am ersten Tag, habe ich gedacht, die Sache stinkt. Der erste Tag ist der 4. November 2011, als Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos tot in einem Wohnmobil in Eisenach gefunden worden sind. Und es gab von Anfang an so viele Missstimmigkeiten, dass ich gedacht habe, ich muss an dem Punkt dranbleiben. Und ich war ja durch meine Ausbildung als investigativer Journalist darauf vorbereitet, dass immer wieder False-Flag-Operationen, das heißt inszenierte Terrorismus, ja, eingesetzt werden können, um bestimmte politische Ziele durchzusetzen. Und deswegen war von Anfang an meine Skepsis, was haben die in dem Augenblick mit dieser Sache vor, wo ja sofort sozusagen der schwarze Peter oder der braune Peter in dem Zusammenhang ausgespielt worden ist und das Label nationalsozialistischer Untergrund geprägt worden ist. Ich habe ja sehr viel geschrieben über den 11. September und der 11. September war in gewissem Sinne, nicht total, aber in gewissem Sinne vergleichbar. Vergleichbar in dem Sinne, dass damals die USA in einer Krise waren, der neue Markt ist zusammengebrochen, die amerikanischen Erdölreserven gingen nach einer Studie von Vizepräsident Cheney zu Ende. Und dann kommt dieser Terroranschlag, der Islamisten zugeschoben worden ist, mit der Maßgabe, vor dieser Legitimationskulisse dann Kriege gegen islamische Staaten mit Erdöl, Erdgasvorkommen zu führen. Jetzt haben wir nationalsozialistischer Untergrund. Wir haben auch wieder eine Krise, diesmal in Europa, nämlich die Krise des Euro, die Krise der Staatsfinanzen, die Krise der drohenden Inflation, die Krise der Überschuldung. Und jetzt wird die nationale Karte als Sündenbock ausgespielt, um sozusagen auch einen Vorwand zu haben, die Völker davon abzuhalten, zurückzugehen in einen vernünftigen Ausgleich der nationalen Volkswirtschaften und sie mit dem Schreckgespenst des Wiederauflebens des nationalsozialistischen Terrors zu zwingen, eine supranationale, europaweite Diktatur über das Geld und über die Wirtschaft, über die Steuern, über unsere ganzen Einkommen zu akzeptieren. Das heißt, wir haben nach deiner Einschätzung eine Verbindung zwischen dem, was in Brüssel so als Finanzfaschismus und Finanzdiktatur etabliert wird, und einer quasi politischen Begleitmusik in Form dieser NSU-Geschichte. Absolut, das muss man erkennen. Ja? Es ist immer in Zeiten zugespitzter politisch-ökonomischer Krise, wenn man denkt, das System treibt auf den Abgrund zu, dann spielen die herrschenden Eliten über so einen Terrorakt sich selber die Möglichkeit zu, diese Krise auf ihre Weise zu lösen. Nehmen wir Reichstagsbrand. Die Weimarer Republik ist in der Krise. Die ganze Weltwirtschaft ist in der Krise. Wir haben in Deutschland 6 Millionen Arbeitslose. Das politische System ist blockiert. Es gibt keine vernünftige Mehrheit. Der Reichspräsident muss mit Notverordnungen regieren. Diese Krise wird gelöst durch einen Terrorakt, Reichstagsbrand, für den man irgendeinen holländischen Anarchisten verantwortlich macht, das also den Linken in die Schuhe schiebt, dann werden die linken Parteien der Reihe nach verboten, dann auch die mittleren Parteien und so wird das System neu aufgestellt und autoritär verpanzert. Ähnlich 11. September, das System ist in der Krise, es scheint nicht weiterzugehen, der Absturz der New Yorker Börse, inszenierter Terror. Und so jetzt eben auch im Zusammenhang mit der NSU.
Wenn du jetzt, wenn man sich das jetzt so anschaut, ist das, ich sag mal, politiktheoretisch eine Analyse, die man nach dem cui bono, der man sofort zustimmen kann. Die Frage, die sich natürlich jetzt jemand, der dich das anhört und sagt, naja, also gut, das ist ja eine interessante Theorie. Mit was kann man das erhärten? Ja, ja. Was sind die Dinge, über die man dann stolpert, zu sagen, es gibt in der Tat Hinweise, dass das, was einem erzählt wird, wie beim 11. September, von vorne bis hinten nicht stimmt? Natürlich, da müssen wir jetzt dazukommen. Das andere war jetzt sozusagen polittheoretischer Background sozusagen. Ganz wichtig. Das soll natürlich niemand überzeugen, aber wir haben ja hier schon viele Leute, die nicht auf den Kopf gefallen sind, deswegen kann man das auch vorschalten. Alles klar. Aber der eigentliche Prozess auch meiner Recherche läuft natürlich andersrum, vom Konkreten zum Allgemeinen und umgekehrt. Genau. Ja, ist schon klar. Aber genauso irrsinnig wie die offizielle Theorie des 11. September, wonach Osama Ali Baba und die 40 Räuber von Berghöhlen am Hindukusch aus. Du darfst ihn nicht vergessen, an einem Dialysegerät hängend. An einem amerikanischen Dialysegerät hängend. Ja. Die ausgetüftelsten Terroranschläge der Menschheitsgeschichte gelenkt haben soll. Genauso irre ist ja die Vorstellung, dass drei ostdeutsche Schulabbrecher von einer Reihenhaussiedlung in Zwickau aus die größte Mordserie in der Bundesrepublik Deutschland in Szene gesetzt haben sollen, obwohl sie lange Jahre auf der Fahndungsliste standen und die Typen sehen ja am Schluss genauso aus wie am Anfang. Das heißt, die RAF-Leute haben ja ihr Aussehen verändert. Die sahen ja am Schluss aus wie Banker. Aber diese drei Ossis, die laufen am Ende rum so wie am Anfang. Die konnte man jederzeit erkennen. Die haben auch nicht konspirativ gelebt. Die sind in die Kneipe gegangen. Die sind in der Weltgeschichte rumgefahren. Die haben Nachbarschaften gepflegt. Die Nachbarn von Frau Tschäpe sind ja heute noch begeistert, wenn man einen Apfelkuchen, den sie gebacken hat. Ja? Ja. Also keine Konspiration. Und trotzdem sollen die das gemacht haben. Das ist genauso eine irre Geschichte. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gute Tarnung. Gute Tarnung, das gibt es immer wieder, ja. Aber es gibt eben materielle Dinge, an denen die offizielle Story scheitert, ja. Zwei Dinge sind es vor allem. Zwei Details. Das wichtigste Detail ist vermutlich einer der Morde von den 10. Und zwar der Mord im Internetcafé in Kassel am 6. April 2006 an einem türkischen Einwanderer namens Halit Yozgat. In diesem Internetcafé gab es nur Migranten. Da wurde kein einziger Deutscher gesehen. Mit einer Ausnahme. Und diese Ausnahme ist nicht Uwe Böhnhardt und nicht Uwe Mundlos. Und auch nicht Frau Tschäpe. Und auch nicht Frau Tschäpe. Sondern der Einzige, der gesehen wurde, Deutscher, war der Inlandsgeheimdienstagent Andreas Temme, Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes. Der wurde nicht nur in dem Internetcafé gesehen, sondern auch noch zur Tatzeit. Weil der hat sich ja in dem Computer eingeloggt. Und da werden die Zeiten registriert, wann loggt man sich ein, wann loggt man sich aus. Je nachdem muss man bezahlen. Das heißt, wir wissen, der war zur Tatzeit am Tatort. Und sagt auch noch, er hat bezahlt und hat aber die Leiche nicht gesehen. Dabei hat die Leiche so gespritzt. Das Blut hat so gespritzt, dass die Theke verspritzt war. Er will aber Geld auf die Theke gelegt haben. Und der Typ meldet sich hinterher nicht, als die Fahndung ausgerufen wird, taucht ab praktisch, arbeitet weiter im Verfassungsschutz, taucht ab, aber sagt nichts. Schließlich fliegt es auf, es gibt eine Hausdurchsuchung, er hat einen Haufen Waffen daheim, der Typ. Und er hat auch noch
Die Presse schreibt dann, ja, er ist Klein Adolf genannt in seiner Jugend und er hat da Teile aus Mein Kampf abgeschrieben, das konnte man groß lesen. Aber daheim hat er auch noch ein Fachbuch gehabt, ein polizeiliches Fachbuch über Massenmorde. Also ein hochgradig tatverdächtiger Typ. Der aber nach kurzzeitiger Festnahme freigelassen wird und bis heute im Staatsdienst des Landes Hessen ist. Im Verfassungsschutz. Nicht im Verfassungsschutz, aber in einer anderen Behörde. Ja. Frau Tschäpe steht in München vor Gericht und muss sich für 10 Morde verantworten, wobei sie an keinem einzigen Tatort gesehen worden ist. An keinem einzigen. Es gibt keine Zeugenaussage. Aber der Tschäpe, der Temme, der wurde im Internetcafé in Kassel nicht nur gesehen, sondern eben auch über sein Login registriert und hat es mittlerweile zugegeben. Und darüber hinaus, das muss man sich vorstellen, darüber hinaus wurde er von den 10 Morden an 6 Tatorten, also an 5 weiteren, Kassel plus 5 weitere, wurde er nochmal registriert. Also immer im Internet gewesen wahrscheinlich. Nee, es geht über seine Handydaten, ja, weil wenn man ins Netz geht, dann wird man ja an einem bestimmten Antennenmasten registriert. Ja. Und trotzdem ist der Mann auf freiem Fuß. Und da hat sich sogar am Anfang ein hochrangiger Ermittler gegenüber der Presse empört, wie es sein kann, dass man den Temme laufen lässt mit dem Entlastungsargument, er sei ja nicht bei allen 10 Morden in Tatortnähe gewesen, sondern nur an 6. Ja? Tja. Jetzt könnte man natürlich sagen, die haben ja Humor. Also das ist der größte offensichtliche Skandal an der ganzen NSU-Story. Aber daran hängt auch die Frage, was die drei überhaupt mitgemacht haben. Denn es gibt 2 Hauptbelastungsargumente gegen das Trio. Mhm. Und das eine ist die Tatwaffe, eine Ceska 83, tschechischer Bauart. Und das andere ist das sogenannte Bekennervideo, das berühmte Paulchen-Panda-Video. Und das Paulchen-Panda-Video, das übrigens den mehrstündigen Brand in der Zwickauer Wohnung unbeschadet überstanden hat, wie auch so manches andere, also das sind die Wunder, wir haben ja eine Spezialausgabe gemacht von Kompakt, da haben wir das entsprechende Kapitel genannt, das Spukhaus in Zwickau. Was man da alles findet. Ja? Also und auf diesem Paulchen-Panda-Video sind also alle Tatorte abgefilmt und Paulchen-Panda, Pink Panda gibt zu, wir waren das. Nationalsozialistischer Untergrund. Aber warum sollten die drei, wenn sie denn das Video aufgenommen haben, woran es auch Zweifel gibt, eigentlich in dieses Bekennervideo eine Tat aufnehmen, wo sie gar nicht am Tatort waren, sondern wo der Temme, der Verfassungsschutzmann, viel eher als Täter in Frage kommt als Sie. Das heißt, das ist sozusagen Kassel. Der Internetmord in Kassel bringt nicht nur den Temme in höchsten Tatverdacht, sondern nimmt auch eines der Hauptbelastungsbeweisstücke gegen das Trio weg. Ja? Ja. Und er macht natürlich noch was anderes deutlich, dass bei der Aktivität oder bei dieser Tatserie ganz offensichtlich es einen nachrichtendienstlichen Hintergrund gibt. Denn dieser Temme ist ja nicht irgendjemand, wie du darauf hingewiesen hast, sondern dass es also eine Verquickung gibt, ganz offensichtlich zwischen dieser Mordserie und, ich sag mal, irgendwelchen staatlichen Interessen. Und das ist ja auch etwas, was wir aus der türkischen Presse schon, bevor das überhaupt hochgekocht ist, also bevor überhaupt die NSU erfunden wurde, konnte man das in der türkischen Presse ja nachlesen, dass es diese Verquickung zwar nicht zu einem bundesdeutschen Geheimdienst, aber zu türkischen Geheimdiensten durchaus gegeben hat. Also wir haben hier offensichtlich eine Gemengelage, die mit all dem, was uns in den Medien erzählt wird, gar nichts zu tun hat. Ja, das ist sehr wichtig, denn man muss sehen, die geheimdienstliche Verwicklung hat nicht nur eine deutsche Komponente, sondern auch eine internationale.
dass deutsche Dienste an der Sache beteiligt sind, kann man auch in Teilen des Mainstreams, vor allem auch in der linken Presse, nachlesen. Weil ja jede Woche ein neuer V-Mann aufliegt, das ist ja offensichtlich. Ja. Also der Temme ist der wichtigste in diesem Zusammenhang, aber es gibt ja, wir haben jetzt in der aktuellen Ausgabe angefangen, ein Lexikon zu machen. Alle V-Leute der NSU, des NSU. Alphabetisch geordnet. Alphabetisch geordnet, mehr oder weniger. Da kommt man ja auf 25. Ja. Der Thüringer Heimatschutz, die sogenannte Mutterorganisation des NSU, hat 140 Leute gehabt, davon waren Drittel V-Leute. Ja, also das ist sehr stark staatsinduziert. Ja. Aber man muss eben sehen, und das kann man nicht in der üblichen Presse nachlesen, sondern das ist sozusagen Copyright bei Kompakt. Wir haben eine internationale Dimension in diesem geheimdienstlichen Untergrund, der dann NSU getauft wurde. Und für diese internationale Spur gibt es drei wichtige Indizien. Das eine ist die Mordwaffe, diese Cesca 83, die bei allen sogenannten Dönermorden eingesetzt worden ist, also bei 9 Morden an Immigranten, jedoch nicht beim Polizistenmord. Diese Cesca 83 wurde ja auch im Spukhaus in Zwickau aufgefunden. Und man denkt, ja, das ist jetzt der Beweis. Aber die Auffindeumstände sind sehr bemerkenswert. Wir konnten für unsere Spezialausgabe bei Kompakt wichtige Akten einsehen. Und daraus ergibt sich, in dieser Zwickauer Brandruine wurden natürlich eine Menge Dinge festgestellt. Sehr viele Waffen und auch diese Bekennervideos zum Beispiel. Und da ist dann hinter jedem Fundstück notiert, gefunden um diese Uhrzeit von diesem Beamten in diesem Zimmer. Bei der Cesca steht aber was anderes dahinter. Die wurde nämlich erst am einem der folgenden Tage nach dem Brand im Brandschutt, im abgebaggerten Brandschutt der Ruine gefunden. Also nicht bei der Durchsuchung der Wohnung, sondern hinterher erst im Brandschutt. Und da stand auch nicht dabei die Uhrzeit und nicht dabei der Finder, also der Beamte so ja, und so, ja. Sondern da stand nur drin, gefunden von Bereitschaftspolizei. Und man muss dazu sagen, die Brandruine in Zwickau war 12 Stunden lang nicht abgesperrt. Das heißt, da konnte Hans und Franz reingehen und da irgendwas in den abgebaggerten Schuttcontainern vielleicht zulegen. Nun gibt es, und jetzt sind wir wieder bei der internationalen Spur, einen wichtigen türkischen Zeugen, der sagt, er habe die Cesca 83, die Mordwaffe, gehabt und könne sie zur Verfügung stellen. Und zwar war das die Aussage in einer Augustausgabe 2011 des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Also ungefähr 10 Wochen vor dem Aufliegen des sogenannten NSU, vor dem Doppelselbstmord von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Dieser Zeuge mit dem Decknamen Mehmet sagt, er ist Teil einer internationalen Organisation, die Killer nach Deutschland schickt. Und er selbst, Mehmet, war an einem dieser Dönermorde beteiligt und will jetzt aber Straffreiheit von den deutschen Behörden und bietet als Austauschobjekt für diesen Deal an, er liefert die Mordwaffe Cesca 83, die nach seiner Maßgabe in einem Tresor in der Schweiz in Bodensee deponiert ist und immer für diese Morde herausgeholt wird, damit diese Morde alle dieselbe Signatur tragen und dadurch kenntlich gemacht werden und einen Einschüchterungscharakter haben. Und wie kommt die dann in den Bauschutt, in den Brandschutt? Das ist nochmal die ganz andere Frage. Er sagt aber, Aussteiger aus dieser internationalen Organisation, der wir angehört haben, arbeiten mittlerweile mit den deutschen Diensten zusammen. Ja. Und er hat es ja auch versucht. Leider ist der Deal nicht zustande gekommen, weil die deutschen Behörden nicht darauf eingegangen sind.
Aber an der Sache war immerhin so viel dran, dass der Zeuge war so glaubwürdig, dass der Spiegel dann eine längere Story draus gemacht hat. Von diesem Mehmet hören Sie heute gar nichts mehr. Der ist wie aus der offiziellen Geschichte ausgetilgt, weil er natürlich der offiziellen Geschichte diametral widerspricht. Ja. Und er in das alte Narrativ von den Dönermorden reingeht. Also, dass die Morde an den Immigranten keinen politischen Hintergrund haben, sondern im Wesentlichen einen mafiösen Drogenmilieu. Zum Beispiel. Ja. Und in die Richtung geht jetzt interessanterweise auch der Verfassungsschutzpräsident, der abgelöste Verfassungsschutzpräsident von Thüringen, Helmut Röver. Der war im Thüringer Verfassungsschutz der Boss von 1994 bis 2000. Und ich habe mit dem für unsere aktuelle Ausgabe ein Interview gemacht. Und da sagt er, für mich auch völlig überraschend, diese Ehrlichkeit. Es handelt sich, ich zitiere den Mann, es handelt sich, wenn überhaupt, um ein Problem der Symbiose von organisiertem Verbrechen und egalitärer Demokratie. Also auch dieser Verfassungsschutzmann geht wieder in die Spur organisiertes Verbrechen. Und als ich dann nachfrage und sage, und was halten Sie von der offiziellen NSU-Theorie, die der Anklage in München beim Prozess zugrunde liegt, dann sagt er wörtlich, das ist ja nicht nachgewiesen bisher, durch gar nichts eigentlich. Ob das vor Gericht gelingt, wird sich zeigen. Ich nehme an, es gelingt. Ja. Aber das können Sie natürlich nirgendwo anders lesen. Wir haben das anderen Zeitungen auch angeboten. Die trugen das natürlich nicht, weil es ihrer ganzen Berichterstattung die Füße weghaut. Ja? Ja. Okay, wir waren bei den internationalen Spuren. Die eine Spur ist dieser Mehmet. Und die andere Spur, die in das internationale Milieu hinein verweist, ist der Polizistenmord von Heilbronn an der Polizistin Michelle Kiesewetter am 25. April 2007. Ein Mord, der ja auch aus der ganzen Serie völlig rausfällt. Es ist versucht worden, die Polizistin mit dem Trio persönlich in Verbindung zu bringen über ihren Herkunftsort Weißenfels. Es ist völlig blamiert, die Behörden haben die Theorie selber zurückgezogen. Es gibt über diesen Polizistenmord einen Geheimdienstbericht des amerikanischen Militärgeheimdienstes DIA. Die hatten am Tattag ein Observationsteam vor Ort in Heilbronn. Und aus dem Bericht ergibt sich, dass beobachtet wurde, eine islamistische Gruppe oder eine Gruppe islamistischer Verdächtiger, die eine hohe Bargeldeinzahlung bei einer Bank gemacht hat, über 2 Millionen Euro in der Santander Bank in Heilbronn. Und dann hat sich diese Gruppe Verdächtiger Personen auf die Festwiese, auf die Theresienwiese in Heilbronn bewegt und dann kam es dort zur Schießerei, als Michelle Kiesewetter erschossen und ihr Kollege schwer verletzt wurde. Und das Interessante an diesem amerikanischen Observationsbericht ist, dass einer der Observierten darin namentlich genannt wird, und zwar ein Türke namens Mevlüt Kar. Mevlüt Kar. Als ich das gelesen habe, wusste ich sofort, hoppla, da ist eine große Sache. Mevlüt Kar ist ein türkischer Geheimdienstagent, der auch auf der Gehaltsliste der CIA stand, zumindest lange Jahre. Und er hat in Deutschland eine Geschichte, weil er im Jahr 2006, 2007 hierzulande schon mal in die Vorbereitung eines terroristischen Attentats verwickelt war. Und zwar damals bei der sogenannten Sauerland-Gruppe. Eine Gruppe von Islamisten, von Konvertiten, junge Leute aus dem Raum Ulm, Neu-Ulm, die radikalisiert von Hasspredigern, von denen der wichtigste übrigens auch 6 Jahre lang vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg bezahlt wurde, sind diese jungen Burschen zum Kämpfen, zum Dschihad-Lernen wollten sie nach Tschetschenien gehen und Mevlüt Kar hat diese Burschen in Istanbul abgefangen und hat sie stattdessen nach Afghanistan gebracht und dort in das Ausbildungslager einer Terrorgruppe namens Internationale Dschihad-Union, die auch einen geheimdienstlichen Hintergrund hat.
Und dort wollten sie dann gegen die Amis kämpfen. Das hat man sie aber auch nicht machen lassen, sondern hat ihnen dort gesagt, wenn ihr Dschihad führen wollt, dann geht ihr nach Deutschland zurück und macht dort einen Anschlag. Und diese Typen, blutjung und überdreht, wie sie waren, die hätten natürlich nie einen Anschlag zustande gekriegt, wenn nicht dieser Mevlüt K. ihnen die Hardware besorgt hätte, vor allem die Zünder für ihre Bomben. Die hat dieser Geheimdienstagent besorgt. Es kam dann 2007 nicht zu dem Anschlag, die hatten das vor, am 11. September 2007, wurden rechtzeitig verhaftet, aber Mevlüt K. hatte sich vorher in die Türkei abgesetzt. Deutschland stellt einen Auslieferungsantrag, Deutschland erwirkt einen Interpol-Haftbefehl, aber der Typ wird von der Türkei nicht ausgeliefert. Und jetzt taucht er wieder auf bei Heilbronn. Ja? Das heißt, wir haben hier wieder einen Punkt international. Er wird dort observiert. Der Typ wird am Tattag observiert. Also er ist in Deutschland, obwohl ein Haftbefehl gegen ihn läuft. Er war zumindest am Tattag in Heilbronn, laut diesem amerikanischen Untersuchungsbericht. Ja. Der Stern hat übrigens damals darüber berichtet. Danach wurde dann gesagt, dieser amerikanische Observationsbericht sei eine Fälschung. Ich habe mit dem Kollegen vom Stern nochmal telefoniert, der hat mir eindeutig gesagt, und das ist ein Profi, der Mann, den kenne ich auch schon aus Zeiten der Sauerlandgruppe, der hat gesagt, er verbirgt sich für die Richtigkeit, aber jetzt kann er nicht mehr drüber schreiben. Ja, also so geht dann solche Sachen aus. Ich habe noch einen dritten Hinweis für die internationale Spur in diesem gesamten Komplott. Und zwar der Geliebte von Frau Zschäpe. Also Frau Zschäpe hatte viele Geliebte. Die war ja auch mit beiden Uwes zusammen, was ja auch eine irre Story ist. Also wie ein Untergrundpärchen, was Morde verübt. Das hatten wir schon, das gab es auch im Film, was weiß ich, Bonnie and Clyde und was auch immer. Aber wir haben hier ein Untergrundtrio, eine Frau und zwei Männer. Und die Frau ist mit beiden Männern zusammen gewesen oder zusammen. Und das kann eigentlich auch, das eignet sich auch nicht für Konspiration und auch nicht für ruhige Anschlagsvorbereitung. Das lassen wir mal beiseite. Ja. Das ist ja ein Psychostoff. Aber jedenfalls, Frau Zschäpe hat nichts anbrennen lassen und die hatte noch einen Geliebten gehabt. Und zwar im Zeitraum 1996, 1997. Und das war ein Agent der Stasi vor 1990 und es war ein Agent des Berliner Verfassungsschutzes ab dem Jahr 2000 unter dem Kürzel VP562. Ob er zum Zeitpunkt, als er Liebe mit Frau Zschäpe gemacht hat, auch ein Agent war, lässt sich im Augenblick nicht beweisen. Aber auffällig ist Folgendes. Dieser Geliebte und spätere zumindest Verfassungsschutzagent liefert dem Trio den Sprengstoff. 1,4 Kilogramm TNT. Ohne den Sprengstoff hätten die nie was machen können. Also die bringt der Mann bei. Im Jahr 96, 97. Und es wird dann auch gefunden in der Bombenwerkstatt in Jena. Und als der Mann auffliegt im Zuge der Untersuchungsausschüsse als Berliner Verfassungsschutzagent, und es in Berlin im Jahr 2012 zu einer Senatskrise kommt, weil man fragt den Innensenator, wieso erfahren wir das jetzt erst? Man fragt den Vorgänger, warum erfahren wir das jetzt erst? Kommt ein Vermerk aus den internen Akten, auch an unsere Adresse, wo drin steht, wir dürfen den Klarnamen dieses Mannes nicht herausgeben, weil ein ausländischer Nachrichtendienst sonst mit dem Ende der Zusammenarbeit gedroht hat. Also ein ausländischer Nachrichtendienst verhindert die Aufdeckung des Klarnamens dieses wichtigen Mannes in der gesamten Affäre. Also einer Schlüsselfigur letztendlich. Einer Schlüsselfigur. Ja. Wir sollten vielleicht, auch das könnten wir jetzt noch herrlich weiter fortsetzen. Einen Satz solltest du noch sagen der Situation, dass die beiden Uwes, der eine ist ja nun wahrlich mundlos, der macht seinem Namen auch alle Ehre, sich gegenseitig erschießen. An dieser Geschichte, also dieser Selbstmord in dem Wohnwagen, ist ja auch das eine oder andere
extrem unklar und fragwürdig. Vielleicht kannst du dazu, was deine Recherchen betrifft, auch noch mal was dazu sagen. Das ist natürlich auch ein Schlüsselpunkt. Da haben wir auch in unserer Sonderausgabe ein ganzes Kapitel dazu unter der Überschrift, die man auch aus Filmen kennt, Der dritte Mann. Der dritte Mann in Eisenach. Also die beiden sollen sich gegenseitig erschossen haben. Wir reden von einer Situation. Die sind in ihrem Wohnwagen nach dem Banküberfall. Dann kommen zwei Dorfpolizisten in die Nähe des Wohnwagens. Und dann sollen zwei Leute, die vorher angeblich 10 Opfer kaltblütig hingerichtet haben und in ihrem Wohnwagen sage und schreibe 8 Pistolen und Revolver inklusive Pumpguns und eine Handgranate haben. Die sollen in der Situation vor lauter Angst vor den Streifenhörnchen sich gegenseitig die Schädeldecke weggepustet haben. Man muss dieses... Synchron geht das ja nur. Na gut, einer nach dem anderen von mir aus, ja. Aber die ganze Situation ist irre. Das Gelände ist offen, man sieht die Luftaufnahmen. Die haben Fluchtweg hinten raus durch die Siedlung, ja. Warum schießen die sich den Weg nicht frei? Die anderen gehen ja gleich in Deckung. Die Polizisten geben nachher zu Protokoll, sie haben 2 Knallgeheusche gehört und sind dann gleich in Deckung gegangen. Ja, also das sind doch keine Gegner für solche Killer. Die werden ja als Bestien dargestellt. Und dann sollen sie sich aber erschossen haben. Ja? Also eine völlig irre Story. Und dann, was in dem Wohnwagen alles gefunden wird. Aber der dritte Mann ist... der dritte Mann ist... Nicht vergessen, Jürgen. Der dritte Mann vergesse ich nicht. Nein. Was in dem Wohnwagen alles gefunden wird. Also alle Arten von Waffen. Darunter auch die Dienstpistole der in Heilbronn ermordeten Polizistin. Und wir reden von dem Wohnwagen, der nicht im Besitz des Trios ist, sondern den sie 4 Wochen vorher ausgeliehen haben. Das heißt, wir haben es offensichtlich mit Sammlern zu tun, die alle möglichen alten Kruscht mit sich rumschleppen, obwohl jeder Mörder weiß doch, das Erste, was ich wegschmeiße, ist die Tatwaffe. Aber nein, die behandeln die Tatwaffen als Reliquie und schleppen sie von Wohnwagen zu Wohnwagen. Ja? Dann gibt es da noch alle Sorten von Beuten aus Banküberfällen, zum Beispiel vom Banküberfall vorher. Also da war 8 Wochen vorher angeblich wieder ein Banküberfall, da haben sie ein anderes Wohnmobil gehabt. Da haben sie die gesamte Beute mit den originale Bankbanderolen, haben sie in den neuen Wohnwagen umgeladen. Dann haben sie angeblich den neuen Wohnwagen angezündet zur Spurenverwischung, aber ausgerechnet das Geld brennt nicht. Ja? Also auch ein Käfig voller Narren, diese ganze Story über den Wohnwagen. Jedenfalls gibt es eben Anwohner, die einen dritten Mann gesehen haben. Verräterischerweise hat sogar die Bildzeitung darüber berichtet, unmittelbar in den Tagen nach der Tat, unmittelbar nachdem etwas passiert ist, findet sich auch in der Mainstream-Presse ein interessanter Hinweis da und dort, weil das sind die... ist die Propaganda noch nicht richtig gefiltert. Genau, ja. Und eben wissen wir das damals aus der Bildzeitung, es gibt eben Zeugen aus der Anwohnerschaft, die einen dritten Mann gesehen haben. Ja. Und nur so lassen sich auch die Tatortspuren erklären. Wir haben 2 Probleme bei der kriminaltechnischen Auswertung in Bezug auf die Selbstmordthese. Wir haben... Ausschusslöcher im Dach des Wohnwagens. Jetzt soll die Tatwaffe angeblich eine Pumpgun der Firma Winchester sein. Die Pumpgun ist aber 1 Meter lang und die sollen sich in die Schläfe geschossen haben. Also es ist auch schwierig mit der Armlänge. Also man braucht schon lange Arme, aber jedenfalls, wenn man sich in die Schläfe schießen will, dann muss man ja so rüberschießen. Ja? Und der Austritt ist dann auf der Seite, nicht am Dach. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist mit den Projektilen. Eine Winchester Pumpgun ist ein Repetiergewehr. Das heißt, wenn ich geschossen habe, dann repetiere ich und dann fällt die alte Hülse raus und die neue Patrone geht in Lauf. Jetzt haben die 2-mal geschossen. Ich schieße das 1-mal, dann repetiere ich, fällt die Hülse raus. Ich schieße das 2. Mal und dann bin ich aber tot. Und wer repetiert dann aber nochmal, damit die Hülse rausfällt, die 2.
Also da muss ein Geist drin gewesen sein, der da nochmal repetiert hat. Ja? Und das deutet eben auch auf diesen dritten Mann hin. Und deswegen meine ganz starke Vermutung, hier wurde diese zwei Leute liquidiert, damit man es ihnen in die Schuhe schieben kann. Die Frage ist jetzt, warum wurden sie liquidiert? Ich gehe davon aus, dass die schon Dreck am Stecken haben. Ich gehe davon aus, dass die beiden Männer zumindest auch in die Mordserie verwickelt waren, wenn auch nicht in alle. Wir haben alle Morde, nicht nur Heilbronn und nicht nur Kassel können die nicht gemacht haben, sondern viele andere auch. Wir haben hinten im Heft so eine Übersicht drin über Phantombilder, die Zeugen von den Tatorten gezeichnet haben. Diese Phantombilder müssen Sie sich angucken. Die sehen vollkommen anders aus als die beiden Uwes, vollkommen anders. Ja, also südländisch oder von mir aus slawisch, aber nicht Uwe und Uwe-mäßig. Es gibt allerdings einige Aussagen, die schon passen könnten, vor allem bei dem Bombenanschlag in Köln, die Videokamera. Aber davon abgesehen, ja, warum? Also Sie waren vermutlich mitbeteiligt, aber nicht insgesamt und eher als untergeordnete Einheit in diesem Netzwerk. Warum werden Sie dann liquidiert und warum baut man dann um diesen Doppelselbstmord angeblichen diese NSU-Story auf? Ich habe ganz am Anfang gesagt, es geht im Grunde, ähnlich wie Reichstagsbrand, ähnlich wie 9/11, um einen inszenierten Terror, um in einer bestimmten politisch-ökonomischen Krise bestimmte Strömungen stigmatisieren und politisch ausschalten zu können. 33 die Linken, 9/11 gegen die islamischen Länder, ja. Und jetzt eben alles, was national denkt in dieser Euro-Krise. Ja? Aber es kommt noch ein sachbezogener Grund dazu, oder vielmehr zwei. Ein sachbezogener Grund ist, dass dieser Mehmet auftaucht und dem Spiegel im August 2011 sagt, er kann die Tatwaffe besorgen. Das heißt, für diese Leute, die dieses Netzwerk steuern, ist jetzt klar, jetzt brennt's. Wenn der Mehmet die Tatwaffe bringt, dann fliegt die ganze Sache auf. Und womöglich kommt dann noch raus, dass ein mafiöses Netzwerk mit türkischer Beteiligung in Deutschland Morde begeht. Das darf nicht sein, das gäbe ja Aufregung. Ja? Also ist da ein Handlungsdruck da, eine alternative Story zu präsentieren und da erinnert man sich an diese drei Dummköpfe, die man irgendwann versteckt hat und die man jetzt ans Messer liefern kann und dann macht man das Label Nationalsozialismus drauf, weil dann wird kein Mainstream-Journalist mehr recherchieren. Sonst wäre man ja ein halber Nazi, wenn man danach recherchiert. Ja? Ja. Und das andere ist auch, es gibt die Möglichkeit, jetzt endlich die alternative Story zu präsentieren, denn im Sommer 2011, kurz bevor dieser Mehmet auftaucht, wird in Heilbronn amtsärztlich festgestellt, dass der Kollege von Michel Kiesewetter, der Polizist, der an jenem Tag auch schwer verwundet, wenn auch nicht getötet worden ist, und der mal zu Protokoll gegeben hat, sein Phantombild sieht auch ganz anders aus als die beiden Uwes. Im Sommer 2011 wird bekannt, vom Amtsarzt bestätigt, dieser Kollege wird sich nie mehr richtig erinnern können. Der wird immer einen Gedächtnisverlust haben. Das heißt, man kann jetzt in der Sinn, man muss nicht nur wegen Mehmet, sondern man kann auch wegen des Gedächtnisverlustes dieses wichtigen Zeugen aus Heilbronn jetzt eine völlig andere Story erzählen. Und das sind die beiden Gründe, die dann dazu geführt haben. Und im Hintergrund haben wir die Euro-Krise, dass wir jetzt hier eine völlig andere Story haben, die die Republik verändern soll und die und das auch dabei ist zu tun, die Deutschen, ja, dazu bringen soll, jeden nationalen Gedanken, nicht nur wegen der Vergangenheit, sondern auch jetzt wegen dieses Trios, jeder nationale Gedanke soll gleichgesetzt werden mit Nationalsozialismus, damit keiner auf den Gedanken kommt, in diese Richtung produktiv zu überlegen, wie man zum Beispiel aus dem Euro-Schlamassel und aus dem ganzen Globalismus rauskommt. Lieber Jürgen, herzliches Dankeschön. Wir haben jetzt nur einen, ich sag mal, kleinen Blick
reinwerfen können. Und dankenswerterweise habt ihr ein Special zu dem Thema gemacht. Du hast es schon darauf hingewiesen. Und da findet man natürlich deutlich mehr. Außerdem bleibst du, werde ich auch gleich zeigen, bei der Thematik am Ball. Denn sie wird und erschüttert ja die Medien unverändert. Und die Politik reitet auf dieser Welle aus genau den bekannten Gründen. Liebe Zuschauer, das Special Neonazis, V-Männer und Agenten von Kompakt. Die umfassendste Zusammenstellung, was es zu diesem Thema zurzeit überhaupt gibt. Und mit einer Vielzahl von Fragezeichen kann man dann dort lesen und nachlesen, was es an Ungereimtheiten gibt. Es klang zum Teil ein bisschen humorvoll, was Jürgen Elsasser hier vorgetragen hat, weil es so groteske Züge annimmt. Es hat natürlich alles einen politisch tragischen Hintergrund und insofern hat das alles seine ganz konkrete Bedeutung. Es lohnt sich, dieses Special sich zu besorgen. Ich will auf Kompakt hinweisen. Auch da sieht man, dass das ein ständiges Thema immer wieder ist. Hier eine Ausgabe, wo es um die Eröffnung in München des Prozesses geht. Und www.kompakt-magazin.com ist die Internetseite. Und da wir ganz am Anfang und auch zum Schluss gehört haben, dass es die Verbindung zum Thema Euro und Finanzen durchaus hier in einer ganz filigranen, subkutanen Art und Weise gibt, sei auf den großen Geldkongress noch hingewiesen, Ende des Monats, am 22. Juni, bei dem die andere Seite der Medaille, nämlich das, was in Europa gerade passiert, in einer großen Veranstaltung in Berlin behandelt wird. Vielen Dank für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal beim Alpenparlamentskongress.